Ich darf Ihnen heute etwas über Klimadaten in Österreich und über METGIS erzählen. Wie Sie sehen, sind es zwei relativ getrennte Themen möglicherweise. Das heißt, es wird dann eine kleine Pause geben, wo ich die Präsentation kurz wechseln muss. Das gibt Ihnen die Gelegenheit, einmal den ersten Teil etwas zu verdauen und nachher auch frisch in den zweiten Teil einzusteigen. Einmal ein paar grundlegende Sachen. Klimaforschung wird in Österreich an relativ vielen Stellen in unterschiedlichem Ausmaß gemacht. Zum Teil über Daten, zum Teil werden mehr Klimafolgen betrachtet oder wie man mit Klimafolgen umgeht. Es ist jetzt so, dass sich all diese Organisationen momentan in einem Climate Change Center Austria zusammenschließen. Das ist noch in der Gründung. Der Teil, der für Sie dabei vielleicht von Interesse ist, falls Sie schon einmal Daten von Österreich gebraucht hätten und nicht so recht wussten, wo Sie die jetzt eigentlich herkriegen, im Endausbau soll es hier ein Klimadatenzentrum geben, wo die Daten sowohl zu beziehen sind, als auch Informationen zu den Daten gegeben werden kann. Momentan braucht man vielleicht für das eine oder andere noch Insiderwissen, da helfe ich Ihnen jetzt vielleicht etwas weiter. Was gibt es generell für Datensätze? Zum einen einmal für die Vergangenheit Stationszeitreihen, wobei ich Stationszeitreihen hier relativ weit fasse, also im Prinzip alles, was Messdaten sind. Gegitterte Datensätze und Modellklimaläufe. Es gibt auch noch Reanalysen, auf die werde ich hier einmal nicht eingehen. Für die Klimazukunft haben wir verständlicherweise nur Klimamodellläufe. Es ist so, dass es gibt Unmengen von Datensätzen, schon allein wie man an dieser Auflistung sehen kann. Ich kann daher nur beispielsweise ein paar herausnehmen. Diese Beispiele sind jetzt nicht nur von der Zentralanstalt gewählt, sondern auch, aber wenn ich andere Beispiele nehme, dann werden Sie sowohl die Organisation dort sehen, als auch einen Ansprechpartner, falls Sie weitere Informationen dazu haben wollen. Wir haben jetzt schon in zwei Vorträgen das Wort Homogenisierung gehört oder homogene Datensätze. Ich möchte einmal dieses Konzept für den Anfang etwas vorstellen. Es ist so, dass die Stationen werden zum Teil verlegt, aus welchen Gründen auch immer, weil rundherum gebaut worden ist und man sie wieder aufs Land hinauslegt, weil der Grund verkauft wurde, auf dem die Station gestanden ist. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich an einer Station etwas ändert und das beeinflusst auch die Messdaten. Also sie sind nicht nur vom Klima beeinflusst, sondern auch vom Umfeld. Und wenn wir uns jetzt diese Station für Mürzzuschlag anschauen, dann haben wir das Gefühl, dass wir hier irgendwo ein Problem haben. Und das stimmt doch. 1977 wurde diese Station verlegt. Das ist jetzt natürlich für eine Untersuchung über Klimaänderungen relativ ungünstig. Und daher gibt es oder wurden in den letzten Jahren etliche Methoden entwickelt, wie man auf statistische Art und Weise diese Zeitreihe jetzt so ändert, wie man sich vorstellt, dass sie wäre, wenn sie immer dort gestanden wäre, wo sie jetzt ist. Also unter den Bedingungen, die jetzt dort vorherrschen, wie hätte diese Station ausgeschaut? Und das ist in diesem Fall diese grüne Kurve hier, die jetzt schon deutlich mehr nach dem ausschaut, wo man sich denkt, ja, das ist eine vernünftige Zeitreihe. Das können wir noch etwas unterlegen. Wir sehen jetzt da hinten, diesmal jetzt nicht der Sommer, sondern die Jahrestemperatur. In Rot die ursprüngliche Zeitreihe, die hier wieder. Hier habe ich einen Pointer. Ups, nein, das war's nicht. Also gut, die hier wieder da am Ende etwas hinunter abfällt und eigentlich nicht zu den schwarzen und blauen Kurven passt, die die umliegenden hochkorrelierten Stationen darstellt. Die grüne Kurve, die wir sehen, ist dann die homogenisierte Station, die jetzt eindeutig das gleiche klimatologische Verhalten zeigt wie die Umgebung. Das hat durchaus Auswirkungen, wenn wir uns hier zum Beispiel Zeitreihen für die Anzahl der Frosttage für ein Jahr anschauen, haben wir links die Originaldaten und rechts die homogenisierten Daten. Die Achsen sind jetzt etwas schwer zu erkennen, aber sie sind ident. Das heißt, wir erkennen, dass wir im ersten Bild einen relativ starken Abfall haben,
der in der homogenisierten Reihe etwas schwächer ausfällt. Was haben wir jetzt? Also an homogenisierten Stationenreihen haben wir jetzt in Österreich sowohl Monatsdaten als auch Tagesdaten homogenisiert, jeweils Temperatur- und Niederschlagswerte. Momentan sind wir gerade dabei, uns anzuschauen, ob man bei Feuchtedaten vielleicht auch Brüche erkennen kann, ob man sie homogenisieren kann. Stationsdaten sind jetzt nicht das Einzige, was man für die Klimaforschung braucht. Auch Radiosondendaten werden zum Beispiel an der Institut für Meteorologie an der Universität Wien zusammen mit anderen Organisationen wie dem ECMWF, der ETH Zürich und dem UK Met Office homogenisiert und Methoden da gesucht und momentan eine Software entwickelt, mit der man das machen kann. Was in Österreich natürlich auch wichtig ist, sind Schnee und Gletscher. Wir haben hier seit dem 19. Jahrhundert etwa in der Somblik-Region monatliche Schneepegelmessungen. Seit 1909 wird die Volumensänderung von den Gletschern bestimmt. Das wurde früher mit Fotos gemacht, heutzutage mit Laserscans. Massenbilanzmessungen gibt es dann seit 1980 im Bereich Somblik-Goldberggruppe Pasterze. Und seit dem internationalen Polarjahr machen wir jetzt auch Untersuchungen in Grönland. Der glaziale Abfluss wird erst seit relativ kurzer Zeit, seit etwa 10 Jahren untersucht. Und man schaut, dass man jetzt ein Modell entwickelt, mit dem man diese ganzen Messungen simulieren kann und diese ganzen Prozesse, die im Gletscher passieren, abbilden kann. Wir haben hier noch eine Abbildung. Wir sehen hier für zwei unterschiedliche Zeitreihen das Abschmelzen von den Gletschern. Die drei Linien, die wir hier unten sehen bei der Gletscherzunge, das ist der Bereich, der hier besonders färbig eingefärbt ist, haben wir außen eine Linie, die zeigt die Ausdehnung des Gletschers in 1969, die etwas weiter hineingerückte Linie dann 1998 und die schwarze Linie zeigt die Ausmaße von 2012. Die Farben, die Sie sehen, zeigen jetzt, wie viel die an Höhe abgeschmolzen ist. Also wir haben vorher gesehen, wie viel ist von der Fläche verschwunden und an Farben können wir sehen, wie viel ist von der Dicke verschwunden. Jetzt erkennt man, dass die Zeiträume nicht unbedingt gleich lang sind. Die Farben sind also umgerechnet auf Meter pro Jahr. Die sind also durchaus vergleichbar. Und man erkennt, dass es in der ersten Periode im Maximum 2 bis 3 Meter waren, die verschwunden sind und in der letzten Periode 7 bis 8 Meter pro Jahr. Und dass dieses Abschmelzen oder die Volumensänderung oder die Dickenänderung nicht mehr nur in der Gletscherzunge stattfindet, sondern inzwischen auch am oberen Teil des Gletschers. Die Phänologie wurde auch schon einmal erwähnt. In Österreich haben wir ein Netzwerk aus 90 Stationen, das eine unterschiedliche Anzahl von diversen Pflanzen regelmäßig untersucht. Wir sehen, dass am Anfang etwas Datenlücken vorhanden sind immer wieder und in letzter Zeit aber relativ durchgängig gemessen worden ist. Zusätzlich zu den aktuellen Messungen wurde in den letzten Jahren speziell, was Wein angeht, in diversen Klöstern und Ähnlichen in Jahrbüchern und Aufzeichnungen Daten gesucht, um Zeitreihen auch nach hinten verlängern zu können. Insgesamt ist das Ganze auch Teil eines größeren EUMETNET-Projektes, PEP 725, 29, das eine internationale Datenbank von Europa für diese phänologischen Daten anlegt. Als Beispiel für andere Proxy-Daten hier von der Universität Innsbruck, Baumringdaten. Hier gibt es eine Zeitreihe, die ungefähr 2500 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht. Und wenn wir das obere Bild sehen mit diesen grünen und roten Kurven, so sind die grünen Kurven die Temperatur, die berechnet wurde aus den Daten, jeweils Abweichungen zu einem Mittelwert, und rot Messdaten. Und wir sehen, dass die eigentlich ganz gut zusammenpassen. Was wir an der rechten Grafik sehen, ist, dass diese Kurve auch noch nicht nur für diesen Ort eine hohe Gültigkeit hat, für den sie erstellt worden ist,
sondern für einen großen Teil von Europa. Also in Farben ist die Korrelation dargestellt und diese rosa Korrelation liegt bei ungefähr 0,6. Es gibt dann auch noch die Datenbank Histalp, von der vielleicht manche von Ihnen schon etwas gehört haben. Sie enthält Monatsdaten für einen größeren Alpenraum, also das Gebiet, das wir hier unten rechts abgebildet haben, zeigt das Gebiet mit den Stationen. Es sind also nicht nur österreichische Daten, sondern auch aus dem ganzen Alpenraum von benachbarten Ländern sind hier Daten eingespielt. Sie sind alle homogenisiert, sie enthalten die Parameter Temperatur, Niederschlag, Druck und Sonnenscheindauer. Und diese Daten kann man auch über das Internet downloaden. Also Sie können sich hier eine Grafik von der Zeitreihe anschauen und Sie können auch die Daten beziehen. Ich möchte hier dann auch gleich überleiten zu den gegitterten Datensätzen, weil auch von denen sind ein paar auf dieser Histalp-Webseite oben für Temperatur und Niederschlag. Während die Zeitreihen, die Messdaten selber jedes Jahr aktualisiert werden, sind diese einmal erzeugt worden und reichen momentan bis 2008. Wir sind jetzt dabei, dass wir diese Zeitreihen neu homogenisieren wollen, weil sie einfach schon, das ist 2002 ungefähr das letzte Mal passiert worden. Seitdem sind über 10 Jahre Daten dazugekommen, wo es wieder neue Bruchstellen geben kann. Sobald wir das beendet haben, wollen wir auch diese gegitterten Datensätze dann wieder erneuern. Ein paar generelle Worte zu diesen gegitterten Datensätzen. Es gibt hier unterschiedliche Ansätze, wie man sowas anpacken kann. Zum einen einmal kann ich entweder schauen, dass ich fixe Stationen nehme, die über den ganzen Zeitraum ident sind. Dann bekomme ich konsistente, vergleichbare Muster in der Zeit, kann also sehr schön klimatologische Auswertungen damit machen. Oder ich sage, ich nehme immer das Optimum an Stationen, was vorhanden ist. Dann kriege ich zwar für jeden Zeitpunkt die bestmöglichste Karte, muss aber bei der Interpretation, was die zeitliche Abfolge angeht, etwas aufpassen, weil nur weil jetzt irgendwo ein Kaltluftsee auftaucht, heißt das nicht unbedingt, dass sich dort klimatisch was geändert hat. Es könnte daran liegen, dass ich jetzt zufälligerweise eine Station dabei habe, die halt das wiedergibt. Es gibt unterschiedliche Analyseverfahren, das heißt, wenn unterschiedliche Leute Karten machen, schauen die nicht immer gleich aus. Sie sollten aber im Großen und Ganzen doch ein übereinstimmendes Bild wiedergeben. Hier wieder ein kurzes Beispiel. Hier geht es um einen Temperaturdatensatz mit 1 Kilometer Auflösung, der hier gerade vor 3 Wochen an der Zentralanstalt als fertig präsentiert wurde. Es sind tägliche Daten, die ab 1961 jetzt vorhanden sind, Felder von Temperatur, Maximum und Minimum, sowohl wie Abweichungen zu einem klimatologischen Mittelwert und die werden jetzt täglich weitergeführt. Sie sollen jetzt auch auf die Webseite kommen, das ist noch in Arbeit. Andere Datensätze, also andere Institutionen machen natürlich auch gegitterte Datensätze. Hier ein Beispiel von der Universität Wien. Hier gibt es in 3-stündiger Auflösung Felder von Parametern, die jetzt vielleicht nicht so auch für den berühmten Mann auf der Straße verwendbar sind oder häufig bekannt werden, wie potenzielle Temperatur oder äquivalent potenzielle Temperatur. Reicht von 71 bis 2005. Bei den Klimamodelldaten gibt es natürlich die internationalen Projekte, die Sie auch alle kennen werden, wie Ensemble oder Eurocortex. Es hat aber auch ein österreichisches Projekt gegeben, in dem die Organisationen, die Sie hier rechts abgebildet sehen, sich beteiligt haben und mit unterschiedlichen Modellen und Kombinationen von Modellen Klimadaten für Österreich und den umgebenden Alpenraum gerechnet haben. Diese Daten sind auf der hier gezeigten Webseite verfügbar. Man kann sie dort anschauen. Wenn man sie downloaden will, muss man sich registrieren. Aber an sich sollten diese Daten dort zu finden sein. Stadtklima-Auswertungen werden bei uns inzwischen auch schon gemacht. Wir verwenden dazu das MOOC-Klimo-3 vom DWD. Es gibt inzwischen Auswertungen für Wien, Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt, wobei eben Messdaten und Umgebungsinformationen hier
einfließen, um zu schauen, wie sich jetzt innerhalb der Stadt Temperaturverteilungen verhalten. Gut, und zum Abschluss dieses Teiles noch ein Hinweis auf das Informationsportal Klimawandel, das es gibt. Hier versuchen wir einfach für jeden Klima verständlich zu machen, die Klimageschichte, was ist das Klimasystem, warum ist das Klima, wie es ist, was hat alles darauf Einfluss. Und dazu gibt es auch noch ein paar Beispieldatensätze und Visualisierungen von Daten, die man sich dort anschauen könnte. Der Inhalt dieser Webseite ist inzwischen auch als Buch erschienen. Gut, damit möchte ich den Teil über die Klimadaten beenden und komme. Zu METGIS. METGIS ist ein kombiniertes meteorologisches und geografisches Informationssystem mit speziellem Fokus auf hügeliges bzw. gebirgiges Gelände. Der Herr Kollege, der hier angeschrieben ist mit der Webseite, hätte ursprünglich diesen Vortrag halten sollen, ist aber beruflich leider verhindert. Das heißt, ich muss das hier in Vertretung machen und kann Ihnen daher vielleicht nicht alle Detailfragen hier beantworten, die Sie möglicherweise haben könnten. Es ist im Prinzip ein System, mit dem man Vorhersagedaten oder Modelldaten sehr fein downscalen kann über die geografischen Gegebenheiten. Man kann das dadurch, dass es normierte Datenformate verwendet, eigentlich weltweit anwenden und hat auch ein User-Interface. Zur Geschichte: bis 2005 wurde es relativ international weiterentwickelt, in der USA, Schweiz, Peru, Japan, Südamerika. Ab 2006 ist die Entwicklung hauptsächlich am Institut für Meteorologie hat dort stattgefunden, in diversen internationalen Projekten. Und seit 2013 hat sich das als Firma verselbstständigt und ist jetzt so verfügbar. Was ist es jetzt genau? Also wir sehen einmal, dass globale oder regionale Modelle eingehen. Das können sowohl Vorhersagemodelle sein, können aber auch Klimamodelle sein. Dieses Downscaling, das anschließend stattfindet, wird über dieses geografische Informationssystem mit einer 30 Meter Auflösung betrieben und schlussendlich kann man das Ganze auch noch sehr schön grafisch darstellen. Und seit 2006, 2007 gibt es dazu ein Webinterface, über das man sich auch diese Sachen anschauen kann. Ein kleines Beispiel einmal, nein, noch nicht. Was für Modelle wurden bisher darin verwendet? Welche Datenformate sind notwendig? Also ein NetCDF oder GRIP-File und die Sache sollte laufen. Verwendet wurden bisher GFS, WAF, MM5, NHM und das ETA-Modell. Hier sehen wir jetzt so ein Beispiel, das ist eine Analyse vom Neuschnee. In der Vorhersage, wir sehen einmal auf der linken Seite, was man alles einstellen könnte, von welcher Landkarte, Seehöhen, Kontinente, Staaten, Bezirke bis zu welcher Ebene auch immer. Städte, Straßen, Flüsse kann man alles darstellen. Wenn man dann hineinzoomt, sehen wir hier, dass wir uns auch noch die Daten auswählen könnten und für wann die Vorhersage stattfinden sollte. Hier ist dann diese Web-Oberfläche, wo einfach die Daten viermal täglich abgedatet werden. Es momentan 200 Vorhersagegebiete gibt. Die ganze Webseite ist auch in 8 Sprachen verfügbar, also sollte hier jeder etwas finden, was er versteht. Flächenprognosen, Punktprognosen ist da. Wenn man jetzt so eines dieser schraffierten Gebiete, die wir hier unten sehen, anklickt, kommt man etwa schon nach Norddeutschland, wo man dann, wenn man registriert ist, mehr sehen kann. Ansonsten sieht man auch ein paar Parameter wie Niederschlag oder Temperatur für dieses Gebiet. Ansonsten wurde hier noch abgeschätzt
die Wahrscheinlichkeit für Lufttemperatur kleiner als 5 Grad aus einer 7-jährigen Periode von Vorhersagen, wo dann abgestimmt wurde, wie oft sind jetzt minus 5 Grad oder geringer vorgekommen. Und auch das kann man dann wieder grafisch darstellen. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch dafür, dass wir Zeit eingespart haben. Dafür können wir jetzt mehr Fragen stellen. Das freut. Fragen an Frau Chimani. Bitte. I appreciate your presentation, but I would like to know your philosophy with homogenization of daily data, let's say rainfalls. How do you treat those suspicious values? Would you comment that, please? Especially in rainfall, there is not too many breaks that can be found with the methods we used. So it's we did some adjustments, but only using seasonal values. So we didn't really use a daily adjustment, but used the same adjustment for each day in the season, because we know that it's a very uncertain thing, especially in precipitation. So. Okay, dann brauche ich das. Sie wollen selber eine Frage stellen oder wollen Wenn Sie das Mikro? Darf, ja. Bitte. Also, Sie haben sehr umfangreiche Datenerfassungsmöglichkeiten vorgestellt und mich interessiert, inwieweit politische und kommunale Verantwortungsträger diese Daten nutzen und gerade die Klimaveränderung in den Alpen, wie die, zu welchen Handlungskonsequenzen die geführt haben. Ich weiß, dass in Deutschland das Bundesministerium für Umwelt schon sehr umfangreiche Forschung da einen bestimmten Zeitraum durchgeführt hat und es sind offensichtlich auch keine großen Konsequenzen da in Handlungsoptionen erfolgt. Also es ist so, dass wir in Österreich es eine Regelung gibt, dass die Bundesländer einmal schauen müssen, wo sie anpassen können, was für sie wichtig ist. Und dafür werden jetzt eigene Studien für die einzelnen Bundesländer gerade gemacht oder wird jetzt gestartet, sie zu erzeugen, damit die, also für die Themen, wo die Bundesländer gemeint haben, das ist ein Bereich, da können wir was tun, da wollen wir was tun, damit sie für diese Bereiche dann alle Informationen haben, von denen sie der Meinung sind, dass ihnen jetzt noch fehlen. Also es ist momentan gerade, es gibt so eine generelle Aussage, aber diese ganzen spezifischen Sachen von wie soll das jetzt wirklich im Einzelnen, in den einzelnen Bereichen umgesetzt werden, scheint erst jetzt langsam was zu werden. Gut, vielen Dank. Da muss ich auch noch eine Frage loswerden. Ganz so schnell geht es nicht. Sie haben ja am Anfang auch diese gegitterten Datensätze vorgestellt, sowohl Histalp als auch die größerskaligen dann für das europäische Gebiet. Welche Verfahren, welche geostatistischen Verfahren sind denn dann für das Histalp zum Beispiel spezifisch eingesetzt worden? Also beim Histalp selber hat es mir davon ausgegangen, dass es eine, dass die Klimatologie selber zwar sehr variabel ist, die kann man allerdings durch die vielen Stationen, die man hat, auch gut abbilden und die Änderungen zu diesem Normalzustand relativ glatt verteilt sind, also auch mit weniger Stationen dann noch gut wiedergegeben werden können. Und auf diese Art und Weise hat dann eine Kombination aus den klimatologischen Feldern und den Einzelfeldern dieses Gesamtfeld dann ergeben. Bei dem von der Uni Wien verwendeten System wird eine Spline-Funktion angewendet, mit einem Penalty-Kriterium und zusätzlich noch einem sogenannten Fingerprint.
wobei der Fingerprint jetzt ein System ist, bei dem durch Vorwissen Felder erzeugt werden, wie man sich so einen typischen Tag vorstellt. Also zum Beispiel sowas wie ein Kältehoch über den Alpen. Das kann man modellieren, weil man weiß, wie es entsteht. Und anschließend wird aus den Daten selber geschaut, wie sehr sehe ich dieses Signal in den Daten, und im entsprechenden Umfang wird es der sonstigen Analyse aufgeprägt. Okay, vielen Dank.